Am Dienstagvormittag sind unsere Kollegen zu einem Verkehrsunfall zwischen Könken und Denkendorf gerufen worden. Ein 79-Jähriger war dort auf einem Parallelweg unterwegs mit seinem Fahrzeug, ist dann von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Mit Verletzungen nach unbekannten Ausmaßes musste er dann mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Als die Kollegen dann anschließend zur Angehörigenverständigung übergehen wollten, haben sie in der gemeinsamen Wohnung seine 77 Jahre alte Ehefrau tot aufgefunden. Wir gehen nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen ist. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind derzeit am Laufen, dauern eben auch noch an. Sie richten sich gegen den 79 Jahre alten Ehemann und wir ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Auch die Hintergründe vom Unfall kann ich Ihnen tatsächlich aktuell noch nichts Näheres dazu sagen. Wir beziehen es aber durchaus in die Ermittlungen mit ein. Also der Fahrer ist aktuell im Krankenhaus, wird dort natürlich versorgt. Auch die medizinische Versorgung geht natürlich vor in solchen Fällen. Die Kriminalpolizei ist gerade im Moment vor Ort. Es werden Spuren gesichert, die Spuren werden ausgewertet, Personen befragt, gerade zum Beispiel auch Zeugen zu dem Unfall. Und dann wird sich zeigen, was sich da im Zuge der Ermittlungen noch alles weitere herausstellt. War heute auf der Fahrt zu einer Einsatzstelle und wurde da aufmerksam auf die Unfallstelle, habe dann sofort angehalten und mich dann um diese verletzte Person gekümmert. Vor Ort war es so, das Unfallbild, dass das Fahrzeug gegen einen Baum gefahren ist, frontal gegen einen Baum, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit. Eine Person war in dem Fahrzeug drin gesessen, war nicht eingeklemmt, Gott sei Dank. Ich konnte die Person dann auch ansprechen und aus dem Fahrzeug heraus befreien, bis die Einsatzkräfte dann am Einsatzort eingetroffen waren. Die Person war ansprechbar, die Lage verschlechterte sich dann zunehmend, bis die Einsatzkräfte vor Ort waren, die sich dann anschließend um die Person gekümmert hatten. Es war dann das Rote Kreuz, die Feuerwehr, die Polizei schnell vor Ort. Dann kam der Rettungshubschrauber noch zum Einsatz und dann habe ich da noch geholfen, die Person dann zu betreuen und mit in den Rettungswagen zu transportieren. Und dann war der Einsatz für uns eigentlich so gut wie beendet. Man macht sich natürlich erstmal keine Gedanken, wenn man zu einer Einsatzstelle ankommt. Ich bin ja auch seit einigen Jahren im Ehrenamt bei der Feuerwehr tätig und da hat man schon verschiedene Bilder gesehen, Einsatzszenarien. Und wie gesagt, dort vor Ort konnte man halt nur ein Fahrzeug feststellen, das gegen einen Baum geprallt ist. Da hat man sich natürlich nicht gedacht, dass irgendetwas anderes ursprünglich sein würde. Also Suizid oder sonstiges war für mich da erstmal auszuschließen. Für mich war das erstmal wie ein ganz normaler Verkehrsunfall, ein ärztlicher Notfall, dass die ältere Person quasi verunfallt ist wegen einem medizinischen Notfall. So hat es für mich ausgesehen und so sah das auch für die anderen Einsatzkräfte aus, ja, zum Anfang. Ich habe dann das Handy gefunden bei der Person, bei der verunfallten Person. Gott sei Dank war es freigeschaltet und habe ihn dann auch angesprochen, wie er heißt, und habe den Namen auch rausbekommen, habe dann seine Ehefrau versucht anzurufen. Auf dem Handy. Zu Hause habe ich natürlich niemanden erreicht gehabt. Und als dann die Polizei da war und die Rettungskräfte, habe ich dann das Handy der Polizei übergeben und es denen auch dann gesagt, was Stand der Sache ist. Und alles Weitere hat dann die Polizei übernommen.